Wir haben eine absolut unsichere Weltsituation, wo nicht mehr das Weltbild, was wir noch gehabt haben, so eindeutig da ist. Wir haben eine USA, die nicht mehr wie früher im Grunde genommen die Konflikte vorgibt, lösen zu können. Und wir haben in Deutschland eine Situation, wo die Politik vollkommen irrlichtert, muss man schon fast sagen, und nicht den Eindruck, auch nur den Eindruck erweckt, Probleme lösen zu können. Sie sind ja selber Jurist. Nun muss ja die Politik reagieren und sie reagiert. Der Gesetzgeber sagt, wir werden zum Beispiel Ausländer, Immigranten, Flüchtlinge, die straffällig werden und die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr bekommen und die früher aufgrund dieser Strafe nicht ausgewiesen werden konnten, nun ausweisen. Sie sagt aber nicht, dass diese Ausweisung ein offizieller Akt ist, der mit der Abschiebung gar nicht unbedingt was zu tun hat. Die kann ich teilweise gar nicht abschieben. Ist das nicht eine falsche Vorstellung, die von der Politik vermittelt wird? Wir tun etwas und in Wahrheit passiert eigentlich gar nichts? Ja, wir Kriminologen nennen das symbolische Politik, was hier im Moment gemacht wird. Man erweckt den Eindruck, Lösungen zu haben, Lösungen auch umsetzen zu können. Meistens Lösungen, die wenig Geld kosten. Härtere Strafen, schnelleres Abschieben. Ob das realisierbar ist, kann im Moment der Durchschnittsbürger nicht wirklich überprüfen. Wir wissen, das wird überhaupt so gut wie gar keine positiven Auswirkungen haben. Über die Frage schon sprechen, wie integrieren wir die Menschen, werden wir doch immer einen Teil haben, und da ist immer wieder die Rede von Nordafrikanern, einen Teil haben, der sogar bewusst nach Deutschland kommt und sagt, naja, das ist ein Laissez-faire-Land, da wird man nicht so schnell ins Gefängnis geschmissen, da kann ich meine Kriminalität ausüben und im Zweifelsfall eine Menge Geld verdienen und wieder nach Hause reisen. Ja, das kennen wir auch von der italienischen Mafia, die auch in Deutschland vertreten ist, weil sie Deutschland lange Zeit als Rückzugsraum gesehen hat. Genauso gibt es Algerier, es gibt Albaner, Kosovaren, die hierher kommen mit nichts anderes als der Idee, eben Straftaten zu begehen. Ja, wie reagieren Sie denn als Jurist? Da müssen Sie doch sagen, härtere Strafen, härtere Gesetze, oder wie soll man dagegen vorgehen? Also härtere Strafen, das wissen wir als Kriminologen, nutzen überhaupt nichts, weil sie weder abschrecken noch mittel- bis langfristig präventiv in irgendeiner Form wirken. Was hier nur wirklich konsequent hilft, ist ein Einschreiten, ein Verfolgen und dann eben auch ein Abschieben in der Form, dass eben dann tatsächlich auch kontrolliert wird, ob die Menschen eben wieder zurückkommen. Das ist mühsam, das ist schwierig, das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Aber diese Differenzierung ist eben ganz wichtig zwischen denen, die hier sind und auch bereit, sich zu integrieren, zu unterscheiden, und denen, die hierher kommen, um Straftaten zu begehen. Brauchen wir mehr Polizei? Eine schwierige Frage, weil zum einen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir brauchen mehr Polizei, dann haben wir die frühestens in 4 bis 5 Jahren. Aber wir haben die doch auch abgebaut. Also die Stellen sind doch reduziert worden, das sagt die Gewerkschaft der Polizei immer wieder. Ja, und gleichzeitig haben wir einen Kriminalitätsrückgang gehabt. England hat, also wir haben es in Deutschland gehabt, England hat etwa 13% Personal bei der Polizei abgebaut in den letzten Jahren und hat 30% weniger Kriminalität. Also es gibt... Aber andererseits sagen doch alle Kriminologen, die Präsenz der Polizei ist schon präventiv, die schützt schon. Also müssen wir die doch zumindest haben. Also ich gehöre nicht zu denen, die das sagen, weil die Polizei kann nicht überall präsent sein. Sie muss entscheiden, wo sie tatsächlich vor Ort ist, wo Kriminalitätsschwerpunkte sind. Und es nützt überhaupt nichts, wenn sie in einem Villenviertel zum Beispiel Streife geht oder fährt, wo sich keine Straftaten ereignen, sondern sie muss dort sein, ja, wo es weh tut, wo wir die Probleme haben. Und das ist Freitagsnacht, das ist Samstagsnachts, das ist nicht sonntagsmorgens. Deshalb brauchen wir auch eine anders aufgestellte Polizei. Wir haben aber noch einen zweiten Schritt. Wir haben den Schritt, den viele kritisieren, im Übrigen auch nach dem, was hier passiert ist, nämlich eine Justiz, die angeblich viel zu lasch mit den Straftätern umgeht. Sie selber sind ja Jurist. Haben Sie das Gefühl, diese zweite Ebene ist zu lasch, ist zu linksorientiert, ist zu schwach, um tatsächlich gegen die Kriminalität so vorzugehen, dass sie dann Leute, die kriminell geworden sind, auch wirklich ins Gefängnis bringen? Also ich glaube, der Vorwurf, dass die deutsche Justiz links oder zu progressiv orientiert ist, den kann man ja wirklich nicht machen. Wir wissen nach allen Studien, die wir durchgeführt haben,
auch zu Strafeinstellungen von Juristen, dass das im Grunde genommen so etwas wie eine konservative Elite ist. Das Problem ist, dass wir einen Rechtsstaat haben und dass eben nur verurteilt werden kann, wer tatsächlich an der Tat überführt worden ist. Und dass dann eben die Tat oder die Strafe, die verhängt werden muss, tatproportional sein muss. Das heißt, wir können nicht wegen einem Taschendiebstahl, auch wenn er sich 10-mal wiederholt, jemanden 2-3 Jahre ins Gefängnis stecken. Das muss ausgewogen bleiben. Das ist auch das Kennzeichen unseres Rechtsstaates und das möchte ich auch nicht aufgeben. Sie fahren jetzt möglicherweise mal, oder vielleicht bin ich es, ich will ja da keinen Vorwurf machen, Sie fahren zu schnell. Sie werden geblitzt. Und 2 Ecken weiter steht ein Polizeibeamter und sagt Ihnen, wir haben jetzt gerade nachgeguckt, Sie sind schneller als 50 gefahren, ich möchte jetzt von Ihnen 30 Euro haben. Das macht man doch deswegen, um ganz klar zu machen, sobald diese Tat vollzogen ist, sobald etwas passiert ist, ich etwas falsch gemacht habe, wird es sofort auch mit Konsequenzen bedacht. Wenn ich als Taschendieb 5-mal erwischt werde und ich gebe nur eine Adresse an, und werde sofort wieder rausgelassen, habe ich doch nie das Gefühl, es wird sanktioniert, was ich getan habe. Schönes Beispiel, weil wir haben gerade zum Thema Verkehrskriminalität ganz viele empirische Untersuchungen. Weil die Verkehrskriminalität der Bereich ist, wo ich auch den höchsten Schaden habe. Ich habe ganz viele Tote, habe sehr viele Verletzte, habe einen hohen Vermögensschaden in dem Bereich. Und man hat genau untersucht, was hat das zur Konsequenz, wenn ich angehalten worden bin durch die Polizei? Null. 100, 200 Meter weiter fahre ich wieder genauso schnell, begehe wieder die gleichen Überschreitungen, wie ich sie vorher begangen habe. Das heißt, es hat überhaupt keinen präventiven Effekt. Was wirklich präventiv wirkt, ist eine sichtbare Kontrolle. Wenn ich die Polizei sehe, dann fahre ich langsamer. Aber dann kann die Polizei nicht überall sein. Sie haben eben gesagt, die Polizei muss gar nicht ständig Streife fahren. Sie muss gar nicht so präsent sein. Ja, sie muss dort präsent sein, wo eben erfahrungsgemäß Straftaten begangen werden. Dann kann sie unter Umständen abschreckend wirken. Aber dann haben wir den Verdrängungseffekt unter Umständen. Und nochmal, Sanktionen wirken nicht wirklich auf Dauer abschreckend oder präventiv, sondern es ist wirklich eine Frage, versuche ich, dann auch das Umfeld und die Gründe für diese Straftaten herauszufinden und dann entsprechend darauf zu reagieren und zu verhindern, dass zum Beispiel eben Straftaten begangen werden. Im Moment erweckt die Politik den Eindruck eines wilden Hühnerhaufens und so kommt es eben auch bei den Menschen an und das verunsichert die Menschen. Und wir müssen jetzt wieder versuchen, Stabilität reinzubringen und zwar einerseits auf gesamteuropäischer, gesamtdeutscher Ebene, aber auch in den Vierteln, in denen die Menschen leben. Weil wir wissen, kriminologisch betrachtet, Sicherheit entsteht dort, wo ich lebe, in meinem unmittelbaren Umfeld. Wenn ich mich da sicher und geborgen fühle, dann geht es mir gut. Und wenn diese Sicherheit aufgebrochen wird, dann habe ich ein Problem. Wenn wir weiter Vorgänge wie in Köln haben, wenn wir die nächsten Fälle haben, dann wird diese Verunsicherung größer. Was befürchten Sie persönlich? Sowohl juristisch in der Konsequenz als auch als jemand, der sich mit Psychologie sehr intensiv beschäftigt hat. Also ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich an einem Kipppunkt stehen. Wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen treffen, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass das ganze System aus dem Ruder läuft und die Menschen noch mehr Angst bekommen und das noch zu mehr Fremdenfeindlichkeit führt. Man muss die Ängste aufnehmen, aber man muss sie auch versuchen, rational damit umzugehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil Ängste sind was Irrationales. Aber ich glaube, man muss wirklich sich dem Thema jetzt gezielt zuwenden. Sie sagen, die Politik hat das im Augenblick nicht im Griff. Die Irrlichter so ein bisschen in der Gegend herum und sie bekommt es möglicherweise auch in Zukunft nicht in den Blick. Sind Sie da eher pessimistisch? Sagen Sie, das kann richtig aus dem Ruder laufen? Das kann auch für die innere Sicherheit, für die Stabilität der Bundesrepublik ein Problem werden? Ich glaube nicht. Also ich bin da beschränkt optimistisch, weil ich denke, dass wir doch zu viele vernünftige Menschen inzwischen in Deutschland haben, die versuchen, sich eben zu engagieren. Es wird extrem schwierig werden, das europäische Ruder herumzureißen, da wirklich wieder zu gucken, dass wir ein Europa bekommen, was wir auch alle wollen, wonach wir uns gesehnt haben, dass wir in Deutschland die Situation so hinbekommen, dass wir alle wieder das Gefühl haben, wir leben hier gerne und wir leben hier zufrieden. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Wir bleiben optimistisch. Danke für das Gespräch. Gerne.